Man sagt ja immer, das Internet holt das absolut Schlimmste aus den Menschen raus. Ich finde aber, ja, das stimmt wohl. Denn Leute, es gibt absolut geilen Stress in Influencer Deutschland. Also wenn man geil als ziemlich übertrieben und leicht unangenehm versteht, ein Beef, wo Freundinnen mit reingezogen und Adressen geleakt werden. Geil halt. Es geht um Tanzverbot auf der einen Seite und auf der anderen Seite um den Streamer, welcher schon mit seinem Namen endgültig beweist, dass sich eben doch etwas auf das Wort Orange reimt. Orange Morange. Tanzverbot kritisiert seit längerem außerordentlich vehement Streamer, welche Deals mit Online-Casinos eingehen und dann dort eben Casino-Streams machen und damit halt Werbung für Glücksspiel machen, was vor allem dem Casino und dem einzelnen Streamer Glück in Form von ordentlich Geld bringt. Einer dieser Kritisierten war hier bereits vor längerer Zeit Orange Morange und das ganze Ding spitzte sich dann so zu, dass es auf der Gamescom 2022 zu einer, sagen wir mal, Schlägerei zwischen Tanzverbot und unter anderem Orange Morange kam, an deren Ende dann die Freundin von Tanzverbot zu Boden ging. Was wohl eine ganz gute Metapher für irgendwas ist. Und dieser Stress zwischen Tanzverbot und Orange Morange findet jetzt seinen nächsten unangenehmen Höhepunkt. Denn unter anderem Orange Morange hat nun angefangen, auf der Twitch-Konkurrenzplattform Kick zu streamen. Der Name Kick ist hier wohl Programm, weil hauptsächlich geht es um billige Casino-Streams. Tanzverbot haute dann vor gut 2 Wochen raus, dass seiner Meinung nach Kick und oder die Streamer dort mit Viewbots arbeiten würden. Die Zuschauerzahlen dort also fake sein, denn seiner Meinung nach könne es nicht sein, dass die Streamer, die von Twitch auf Kick wechseln, dann dort plötzlich einfach so dieselben Zuschauerzahlen hätten wie zuvor bei Twitch. Weiter haute Tanzverbot raus, es funktioniere nämlich einfach nicht, dass man seine ganzen Zuschauer einfach mir nichts, dir nichts auf eine andere Plattform mitnehmen könne. Das ist so unrealistisch! Es ergibt einfach keinen Sinn! Hier benennt Tanzverbot dann unter anderem auch direkt und explizit Orange Morange und sagt, dieser würde eben seine Zahlen faken. Und dann wird's geil. Denn während des Tanzverbots-Streams spendet dann plötzlich Orange Morange selbst 100 Euro und schreibt hierzu, es ist so ein schönes Gefühl, dass Slot-Streamer mehr Zuschauer als du haben. Steak, Bruder, Steak. Tanzverbot reagierte darauf, indem er sagte, mit diesen 100 Euro bezahle er den Tank, um mit seiner Freundin in den Urlaub zu fahren und von dort aus dann einen IRL-Stream zu machen und jeder würde ihn dabei mögen. Wenn aber Orange Morange mal andere Streams als nur Casino mache, dann sehe das bei diesem nicht so gut aus. Du gehst online mit einem IRL-Stream und jeder hasst dich. Auf einer Plattform, die niemanden interessiert, weil die Hälfte deiner Zuschauer Bots sind. Dieses 100 Euro spenden und dazu dann eine ordentliche Ansage raushauen, machte Orange Morange dann noch mehrmals und nutzte es unter anderem dazu, um eine komplett random Behauptung über Tanzverbot und dessen Freundin rauszuhauen. Denn er spendete einen Huni und schrieb hierzu, dass ihm ein Vögelchen gezwitschert habe, dass sich Tanzverbot und dessen Freundin Lola gerne mal ein Näschen gönnen würden. Tanzverbot selbst schien das dann nicht so sehr zu jucken, zumindest was die Behauptung gemünzt auf ihn selbst anging. Dass allerdings Orange Morange ja eben auch die Freundin von Tanzverbot quasi mit erwähnte, resultierte dann in dieser Antwort von Tanzverbot. Was ist das für ein ekelhaftes Stück Scheiße, dass hier ständig meine Freundin mit reinzieht? In einer weiteren 100-Euro-Donation fragte Orange Morange Tanzverbot dann, ob er von dem Geld nicht einen Haartest machen könne, um zu beweisen, dass es eben nicht stimmen würde, dass da ein bisschen geballert wird. Da hatte Tanzverbot dann komischerweise jetzt nicht so Lust drauf. Verstehe ich nicht. Also musste Orange Morange natürlich noch mal ein bisschen nachlegen. Denn wenn man schon mit irgendwelchen random Behauptungen über seinen Beefgegner und dessen Freundin nicht wirklich zum Ziel kommt, dann macht man was? Na klar, man liegt dessen private Adresse. Aber bleibt dabei natürlich komplett unangreifbar, weil man einfach weiß, wie man das Rechtssystem so dribbeln kann. Nachdem Orange Morange nämlich in einem Stream eines der Videos von Tanzverbot mit dessen Ansagen anschaute, wechselte er den Screen und behauptete dann, er wolle gerne mal die Meinung seiner Zuschauer haben, denn er wolle gerne vielleicht nach Berlin ziehen und habe hier eine schöne Wohnung gefunden. Hierzu zeigte er dann eben so ein Wohnungsinserat mit Adresse, Bildern und so weiter und das war dann halt die Privatadresse von Tanzverbot. Dazu gab es dann auch eine wirklich schauspielerische Glanzleistung von Orange Morange. Tanzverbot wohnt da? Hä? Der wohnt doch in Berlin.
Tanzverbot selbst war davon jetzt komischerweise nicht so angetan und schrieb auf Twitter: Halten wir fest, Orange Morange hat onstream vor mehreren tausend Leuten meine Adresse geleakt und droht mir mit weiteren Veröffentlichungen aus dem privaten Umfeld. Zieht meine Freundin mit rein und behauptet öffentlich, dass wir beide Koks ziehen. Wo ist Schluss? Jetzt ist es ja nicht nur so, dass das Leaken von Privatinfos von anderen im Internet vielleicht nicht so ganz die feine englische Art ist. Es ist eigentlich auch strafbar. Aber Orange Morange hatte das ja natürlich bedacht, weshalb er das so super glaubhaft aufzog, als hätte er das ja gar nicht gemacht. Nochmal, weil es so schön war. Tanzverbot wohnt da. Hä? Und so schrieb Orange Morange auf Twitter auch, er weise den Vorwurf des Adressleaks von sich, es sei ja nur eine öffentliche Anzeige von ImmoScout gewesen. Davor schrieb er allerdings auch das hier. Bei einem ApoRed war es noch ganz witzig, dass private Dinge veröffentlicht werden. Jetzt, wo es aber um Tanzverbot selber geht, ist das Ganze nicht mehr so lustig. Naja, warten wir mal die nächsten Tage ab. Ich weiß es nicht so, aber widersprechen sich die beiden Tweets nicht so ein ganz klein bisschen? Das wirkliche Highlight kam dann aber auch noch später. Denn die wohl beste Aussage, die man machen kann, nachdem man seinem Gegenüber erst die Adresse leakt und behauptet, er und seine Freundin würden koksen, ist natürlich sowas hier. Im Übrigen warte ich seit der Gamescom 2022 auf ein klärendes Gespräch, damit beide Seiten mal ihre Ruhe haben. Schade, dass du so stur bist, Tanzverbot, und kein Gespräch möchtest. Ja, schade und komisch, dass er so stur ist. Warum? Ich glaube, ich fahre einfach mal zu Tanzverbot hin und frage ihn selber. Die Adresse habe ich ja. Vielleicht hat er ein bisschen Koks da.